Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Um uns herum ist es aktuell ungewöhnlich laut. Die neuesten Entwicklungen dröhnen aus Radio und Fernseher, unsere Smartphones und Handys laufen heiß. Die Nachrichten überschlagen sich und durchkreuzen unseren gewohnten Alltag. Da werden Grenzen geschlossen. Nicht nur die um Europa, sondern auch die vielen in Europa. Da werden Türen geschlossen, die von Bars und Kinos, die von Vereinsheimen und Shopping-Malls und auch die unserer Kirchen. Und nach der Arbeit oder den notwendigen Einkäufen in der Stadt fallen schließlich auch unsere eigenen Haustüren ins Schloss. Wir bleiben zu Hause. Aber auch da ist es nicht wirklich leiser. So viele Fragen, die nicht beantwortet werden können. So viele Theorien über das Heute und das Morgen. Sorgen und Ängste über die Menschen, die gefährdet sind, und Ärger und Unverständnis über das egoistische Verhalten anderer. So ein Lärm herrschte in meinen Gedanken, als ich gestern seit langem mal wieder die Schachtel mit meiner Postkartensammlung aus dem Regal genommen habe. Eine Karte habe ich nicht wieder weggelegt und die habe ich Ihnen heute mitgebracht. Die Fotografie zeigt ein Kind. Das Kind hält sich mit beiden Händen eine große Muschel an das rechte Ohr. Seine Augen sind geschlossen und es lächelt. Ich sehe einen Menschen, dem es gut geht und der für diesen Augenblick alles hat, was er braucht. Vielleicht ist Ihre Muschel ein Buch oder ein Lied oder der Sonnenstrahl, der sie kitzelt. Ich wünsche Ihnen in diesen Tagen Momente, in denen Sie einfach mal die Augen schließen und lauschen können. Hineinhören in die Stille, die nicht leer und nicht nichts ist, die angefüllt ist mit dem Gefühl des Daseins, das uns staunen lässt über das Wunder des Lebens und uns daran erinnert, dass wir gehalten sind, bis sich die Türen wieder öffnen. Und so möchte ich Ihnen die ersten Verse des 19. Psalms mit in den Tag geben. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.